Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Part Control. Ja, wir haben im letzten Part, was wollte ich gerade sagen? Oh Gott, mir fehlen die Worte. Haben wir ja rausgefunden, dass die Behörde Jesse schon beobachtet hat als P7, also als Primärkandidaten 7, während ihr Bruder ja Primärkandidat 6 war. Und nun versuchen wir an diesen Dia-Projektor zu kommen. Achso, unten wirbelt noch dieses Ding rum. Ich habe gerade kurz überlegt, was da rumfliegt. Genau, dass wir hier quasi an den Dia-Projektor kommen. Und jetzt versuchen wir uns auf diesem Weg zu machen zu dem... Achso, genau, von hier sind wir beim letzten Mal gekommen. Zu dem AWE in Ordinary, da wo der quasi aufgehoben wird. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet, außer ein wirrer Dia-Projektor wahrscheinlich. Da soll es irgendwie weitergehen. Aber ich glaube, wir kommen da nicht durch. Ich vermute, dass wir hier unten lang gehen müssen. Deswegen gucken wir da mal. Das ist auf jeden Fall rot. Vielleicht müssen wir hier wieder irgendwelche Sicherungen reinbringen. It looks like, auf jeden Fall. Okay. Weil hier ist nämlich alles auf Road. Hier wird nichts vorangehen, gehe ich mal davon aus. Dann gucken wir mal, ob wir das rausfinden, wo es ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange dieses Spiel noch gehen wird. Ich weiß auch, ich werde, glaube ich... Och, nö. Och, nö. Das wird die Geschichte. Ich erinnere mich an dieses Mystery. Ah, ich hänge, ich stecke fest. Oh, es ist... ach so, es hat mich da eingebuchtet. Meinte mal, das war... Wie habe ich das denn gemacht? Ja, genau, ich habe es irgendwie mal so. Da ist es. Ach so, genau. Wenn es sich manifestiert hatte, musste ich mich irgendwie verpieseln. So war das. Also wir werden hier auf jeden Fall gleich sterben, weil Sarina gerade wieder keinen Plan hat, wie das vonstatten ging. Es ist direkt vor mir. Mach doch sowas nicht. Alter. Ich meine, es ist jetzt nicht... Okay, ja gut, ich hatte keine Energie mehr. Es ist jetzt eigentlich nicht mega stark. Das Vieh ist tatsächlich nicht mega stark. Das ist einfach durch seine Art und Weise halt ein bisschen nervig, dass man das halt nicht sieht. Ich habe nur am Anfang nicht aufgepasst, weil ich mich nochmal kurz daran erinnern musste, wie das mit diesem Vieh war. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen werden. Blöd war halt eben, ich glaube, wir hätten es auch geschafft, wenn ich darauf geachtet hätte, dass meine Energie ausgegangen ist. Oder ich halt keine Energie mehr hatte zum Werfen. Dann wäre es vermutlich auch anders ausgegangen. Aber nun gut. I know it. Es steht neben mir. Was machst du denn da? Da, wo ist es? Hier ist es. Schnell weg, Jesse. Wir müssen da einmal aus dem Weg. Da ist es nämlich irgendwo. Hier. Okay, aus dem Weg. Aus dem Weg. Muss nur aus ihrem Schreien weg. Ja, das ist immer das Gefährliche. Wenn sie so ausrastet, darf ich da leider nicht ran. Oh, sie stand schon wieder neben mir. Und ach, wieso passe ich denn nicht auf? Ich darf halt nicht so schwer getroffen werden. Weil wenn ich mich da von der so schwer treffen lasse und ich dann wieder diese eingeschränkte Sicht habe, dann sehe ich halt wieder nicht so viel. Und das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich dann halt einfach den Überblick verliere. Weil das halt aber auch da unten so eng ist. Das haben sie halt als echt geschickte Arena gebaut,
wo du halt sehr eingeschränkt bist, was deine Fluchtmöglichkeiten angeht. Vielleicht muss ich auch mehr reinschießen in das Vieh. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Schreibt mir in die Kommentare zu dem jetzigen Zeitpunkt, was ihr denkt, wie viel Anläufe ich noch brauche. Steht schon wieder neben mir. Ist sie da? Ja, ich hab. Okay. Geil! Okay. Hat doch einigermaßen funktioniert. Ich habe jetzt zwar. Ah, hier ist noch mehr Leben. Ich wollte gerade sagen. Das war ja gar nicht so schlecht. Also, ich habe es halt irgendwie zumindest jetzt mal ein bisschen richtig gemacht. Ein bisschen. Okay. Sie hat aber sonst keine Lebenspünktchen verloren. Schade. Ah, sehr gut. Gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Hier ist nochmal so ein Schnubbidi-Bups. So ein Kistchen. Wer hier nicht? Gibt es da drüben noch so einen? Oh, da drin. Mhm, da möchte ich rein. Wie komme ich da rein? Entschuldigen Sie. Ich möchte da rein. So, noch irgendwas. Aber wie komme ich da rein? Da ist ja keine Tür. Da ist ja nur so ein Puh-Teil hier. Ja gut. Zerstören wir wohl einfach mal Wände. Weil wir es anscheinend können. Krass. Das war jetzt gerade nur so durch Zufall, weil ich mir dachte, ich muss hier ja irgendwie reinkommen. Die Wand auch zerstören? Ne, die nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob das da mehrere Wände von gibt, die man so zerstören kann. Also, keine Ahnung. Ich fand das jetzt ein bisschen irritierend, aber wir haben es hingekriegt. Okay, hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich wieder ein Gegner, weil wir haben nicht ganz so viel Leben. Aber ich hoffe, das kriegen wir trotzdem hin. Oh, hier ist ein Flugzeug. Hier ist auf jeden Fall eine Sicherung. Jetzt eine Sicherung. Kommt dahin. Ja. Da oben ist auch noch eine Sicherung. Die muss ich vermutlich da drüben hinbringen. Würde ich mal vermuten. Aber die lassen wir vielleicht erstmal da liegen. Gucken uns hier erstmal noch um. Was wir hier noch so... Ach, guck mal, da ist auch noch Platz für eine Sicherung. Hier ist noch so eine Kiste. Haben wir hier noch irgendwo eine andere Sicherung? Hm. Wir haben nur die zwei, ne? Können wir jetzt erstmal hier... Ach, hier ist noch eine Sicherung. Ja, easy. Können wir die nämlich gleich mit rausnehmen. Dann können wir nämlich da hinten die eine hinpacken. Und dann gucken wir mal, was uns das... Nee, nicht den... Ah, stopp, du sollst die mitnehmen. Nein, halt die doch. Komm mit. Wir gehen hier durch die Tür mit der Sicherung. Schnell. Dann klatschen wir die da drauf. So, und die darauf. Ich glaube, wir brauchen nämlich alle drei Sicherungen, damit das funktioniert. Okay. Okay. Das war gerade ein bisschen creepy. Ich hatte ein bisschen Angst mit dem Fahrstuhl, dass uns hier gleich wieder so ein Zischer entgegenkommt. Das hatten wir ja schon mal. Suche nach dem Diaprojektor, einem Objekt der Macht. Oh Gott. Ob ich dem gewappnet bin? Na, herzlichen Glückwunsch. Au. Au.
auch gesunde Mischung zwischen. Ach Gott, nee, was ist er denn jetzt schon wieder? Ah, er ist so ein Wirbel. Aua, da habe ich nicht aufgepasst. Er hat mir wehgetan. Okay, ich glaube, er ist tot. Oh Gott. Da habe ich gerade wirklich nicht aufgepasst. Das war richtig dumm von mir. Okay, ich dachte, ich hätte gerade schon wieder einen gehört, aber ich glaube, das war irgendwas anderes. Okay, hier ist auf jeden Fall liegt ein Dokument. Das gucken wir uns gleich an. So, was haben wir hier? Ach nee, das war irgendwas. Doch, was ist es? Oh mein Gott, es rastet hier gerade alles aus. Ah! Überprüfungsanfrage für gewandelte Eigenschaften Flugzeugwrack. Das fragliche Flugzeugwrack wurde von einem Privatflugplatz in der Nähe von Cincinnati hergebracht. Es steht unter Verdacht, mit dem AWE von in Zusammenhang zu stehen. Siehe Fallakte für weitere Informationen. Und wird derzeit auf gewandelte Eigenschaften untersucht. Das Flugzeug wird momentan im Transitkorridor des Isolationssektors gelagert, wohin es durch die U-Bahn-Tunnel von New York gebracht wurde. Besonderer Zugriff, siehe Akte für weitere Informationen zu von Tunneln und Verbindungen mit Großstadtlegenden, die mit Geisterbahnhöfen verlassenen Gleise und zu tun haben. Oh, ist auch ein geiles Thema. Geisterbahnhöfe und so. Die Blackbox des Flugzeugs wird derzeit auf untersucht und ein Forschungsteam hat erste Messungen vorgenommen, obwohl bisher noch keine gewandelten Eigenschaften festgestellt werden konnten. Vollständiger Bericht in Akte so und so. Okay, nice. Was haben wir hier? Ach ja, das hatte ich mir angehört, die Therapie mit dem und dem Dia-Projektor und... So, jetzt muss ich einmal kurz hier richtig zurechtsetzen, weil ich muss mich auf den Dia-Projektor vorbereiten, Leute. Das könnte bestimmt wieder nochmal ganz interessant und hart werden. Dieser Dia-Projektor, jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Sieht aber hier sehr duster aus. Warum ist es eigentlich immer so dunkel? Warum haben wir ja eigentlich keinen Strom? Wir sind voll die fortschrittliche Behörde und haben einfach nicht überall Licht. Das finde ich voll schlecht. So. Okay. Hier sind wir... Ach, da ist auf jeden Fall einer. Habe ich gerade gesehen. Tschüss. Das war's for you. Würde ich sagen. Lesen wir erstmal das. Okay, AWE. AWE in Ordinary. Phase 1a. Mülldeponie Zeugenaussagen. Auf dem ersten Dia waren ein Zimmer mit schmutzigen Tapeten und Puppen auf einem Regal. Es gab eine Menge Puppen. DF, das wird Dylan Faden sein, Interview 2002. Das Haus war leer, keiner wohnte da. Wir spielten dort sehr viel, es war unser geheimes Spielhaus. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Ich bin mit Neil zur Schule gegangen. Einige der Kinder nannten ihn Neil den Nasenbluter. Anmerkung vermutlich, weil Neil Hosenberg vermisst. Es war gemein. Also vermutlich Neil Hosenberg vermisst. Es war gemein. Er hatte Asthma. Tom, Anmerkung, vermutlich Tom Barlow, vermisst. Und seine Bande, Freddy, Anmerkung, vermutlich Frederick Bartwell, vermisst. Hugo, Anmerkung, niemand mit diesem Namen in dem System gefunden, hänselten ihn. Wir brachten ihn zur Müllhalde zum Spielen. Dylan Faden, Interview 2002. Extrapolierte Informationen, unbestätigte Existenz eines weiteren Dias, Bezeichnung Haus. Okay. So, dann machen wir hier auf. Ich höre doch noch mehr Gegner. Ich höre sie. I can hear... ob ich gerade in diesem Tisch festgesteckt habe? Sie hören Amerika Overnight und wir feiern 49 Jahre Lichtschein in Hamburg. Danke, dass Sie bei uns sind. Ja, nee. Das reicht uns auch schon. Ist es der Dia-Projektor, der so crazy Geräusche macht? Bin mir da ja unsicher. Zusammenfassung Ordinary. Es wird echt spannend. Ich bin gespannt, was damals passiert ist.
Ordinary, AWE 24, Ereigniszusammenfassung. In einer Kleinstadt, Ordinary, aufgetretenes AWE ließ sich auf ein von Kindern auf einer Müllhalde außerhalb der Stadt entdecktes Objekt der Macht, Diaprojektor, ID ODM15, zurückführen. Wenn bestimmte Dias in den Projektor eingelegt werden, öffnen die projizierten Abbildungen Tore zu anderen Dimensionen. Die Kinder nutzten mehrere Dias und verursachten somit das Verschwinden der erwachsenen Stadtbevölkerung. Auch traurige Geschichte. Eingriff während des Ereignisses. Am 30. August 2002 spielten die Gewissel Dillenfelden 10 Jahre alt, siehe Dokument zu P6, und Jesse Faden, 11 Jahre alt, siehe Dokument zu P7, auf der örtlichen Müllhalde und entdeckten dabei den weggeworfenen Diaprojektor, siehe Fallakte ODM15 und Darlings Präsentation für weitere Einzelheiten. Ein von Direktor Trench und Dr. Darling geleitetes Team erreichte am 14. September den Ort und entdeckte die Faden-Kinder nach beendetem AWE. Sie führten das Team zum Diaprojektor und den Dias, von denen nur eines nicht verbrannt war. Als das Team die beiden in Gewahrsam nehmen wollte, gelang Jesse die Flucht. Insgesamt wurden 17 Überlebende in der Stadt gefunden. Sie alle wurden befragt und Tests unterzogen, siehe Interviews sowie Akten über das Primärkandidatenprogramm. Okidokili. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder bei Dingsens gehabt? Bei Multimedia. Okay, keine Ahnung. Da ist eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehen oder einem Spukhaus. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch. Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben. Popkultur, moderne Legenden. Aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gedanken. Aber noch können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Und doch wohnt eine Kraft in uns, in unseren Träumen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschafft. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, eine Spiegelung, eine Projektion? Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis an den Tod. Ich bin gespannt, ob wir ihn noch finden, irgendwie. Also irgendwie würde ich ihn gerne noch finden, und zwar vernünftig und nicht irgendwie wie so ein Zischer. Okay, AWE in Ordinary, Stage 4a, Stadtgebiet, Zeugenaussagen. Jesse und ich folgten den dummen Affen in die Höhle. Da waren sehr viele von ihnen. Es waren mehr Kinder aus der Stadt hinzugekommen. Es war echt unheimlich. Jesse ergriff den Projektor und wir rannten so schnell wir konnten davon. Sie jagten uns. Ich fiel und verletzte mich am Knie. Jesse versuchte mir zu helfen, aber die dummen Affen kamen näher. Sie würden uns bald eingeholt haben, aber dann tauchte Neil auf. Neil sah aus wie ein Hund, wie ein geschmolzener Hund. Aber ich wusste, dass er es war. Neil sagte ganz viele Male, dass es ihm nicht gefiel, ein Junge zu sein, weil Tom ihn gerade verprügelt hatte. Ich glaube, ihm gefiel es, ein Hund zu sein. Dylan Faden, Interview 2002. Der Projektor ließ sich nicht ausschalten, darum wechselten wir das Dia zur Hand. Ich hörte sie sofort, sie versprachen zu helfen. Jesse F. Faden, Therapiesitzung 2010. Jesse sagte, wir sollten sie Polaris nennen, weil sie gerade Sterne in der Schule hatte. Dylan Faden, Interview 2002, extrapolierte Informationen, weiteres Tier, Bezeichnung Hand, ist verifiziert und im Besitz der Behörde unbestätigt, Existenz eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnungs Hunde Nil. Okay. Können wir bitte aus diesem Karton raus, Jesse? Danke. Ich wollte den nicht unbedingt mitnehmen. Okay. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Okay, da gehen wir gleich rein. Das sind auf jeden Fall Gegner, die da schweben. Okay. Geil. That was easier, als ich dachte. Haben die mir überhaupt ein bisschen weh getan? Okay, wir säubern gleich den Kontrollpunkt. Jährliche Evaluierung von Dylan Faden, ehemals P6, durchgeführt von Dr. Carla Brumund. Die hier gestellten Fragen entsprechen der fünften Ausgabe von Gunners psychologische Einstufung. Sind Sie bereit, Dylan?
beginnen wir. Beschreiben Sie in einem Wort die Welt um Sie herum. Wo ist Kaspar? Dr. Darling ist heute nicht im Haus. Er ist immer da. Wollte nicht kommen, oder? Er besucht mich nicht mehr. Nicht seit Roberts. Sagen Sie, Darling, es war nicht meine Schuld. Ich konnte es noch nicht kontrollieren. Aber jetzt schon. Ich hab's gelernt. Sagen Sie das. Beschreiben Sie bitte in einem Wort die Welt um Sie herum. Eine Zelle. Eine kalte, leere Zelle. Nicht mal ein Poster an der Wand. Was ist die nächste Zahl in dieser Reihe? 3, 6, 9, 12, 15. 18! Welchen Tag haben wir heute? Wie zur Hölle soll ich das wissen? Sie geben mir doch keinen Kalender. Sie finden einen Hasen im Wald. Er atmet, bewegt sich aber nicht. Sie sehen kein Blut. Was tun Sie? Nichts. Erläutern Sie das. Ist doch egal, weil der Hase nicht echt ist. Nichts ist echt. Welchen Tag haben wir heute? Stellen Sie den Leuten gerne Fragen, die sie nicht beantworten können? Bringt sie das durch den Tag? War das ihr Traum, als sie noch eine dumme kleine Göre waren? Können Sie mir einen Hund beschreiben? In Ordinary hatten wir einen Freund. Nasenbluter Neil. Als der Wahnsinn ausbrach, Sie wissen schon, verwandelte sich Neil in einen Hund. Oder etwas ähnliches. Welchen Tag haben wir morgen? Verdammt nochmal, woher zur Hölle soll ich das wissen? Ohne Kalender! Keine Ahnung! Dylan, beruhigen Sie sich. Sie können mich mal! Sie und scheiß Kasper! Hey, hey, siehst du zu, du alter Wichser? Hast du die Schnalle geschickt, weil du Schiss vor mir hast? Wo ist Kasper? Schicken Sie jemanden, ich brauche... Ich kann verstehen, dass er sich aufgeregt hat. Ich hätte mich tatsächlich auch aufgeregt, wenn man mich immer nach einem Tag fragt und ich das einfach fucking nicht beantworten kann, weil ich seit Ewigkeiten in einer Zelle eingesperrt bin, ohne Tageslicht und sonst irgendwas. Dann wäre ich auch kurz ein bisschen not amused gewesen. So, können wir irgendwas herstellen? Nein, ich will keine Jukebox, Jack. Jack, ihr wisst, was ich meine. Will ich nicht. Ich will hier eigentlich gar nichts von machen. So, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Gucken wir mal, was uns hier bringt. Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass er bei der Frage völlig ausrastet. Ich wäre auch völlig ausgerastet. Hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Hätte mich voll verarscht gefühlt. So, da haben wir For Ordinary Phase 1b. Das zweite Dia hieß die Wiese. Aber es war in Wirklichkeit nur ein leeres Grundstück voller Unkraut. Es gab eine Hütte und eine Telefonleitung. Dort roch es nach Blumen. Es war sehr intensiv berauschend. Wir hatten dort verrückte Träume. Das muss an dem Geruch gelegen haben. Ich mochte ihn nicht. Ich mochte es nicht, die Kontrolle zu verlieren. In den Träumen schmolz alles. Und dann, als wir aufwachten, war alles um den Projektor herum geschmolzen. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Neil war richtig wild drauf. Wir fanden heraus, dass er immer öfter allein hingegangen war. Dann prügelte Tom das Geheimnis aus Neil heraus und fand den Projektor. Er und seine Kumpanen nahmen ihn. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Wir glaubten, dass sich Neil in der Wiese verirrt hatte, als Tom das Dia wechselte. Aber das war nicht, was passiert war. Dylan Faden, Interview 2002. Extrapolierte Informationen unbestätigt in Existenz eines weiteren Dias Bezeichnung Wiese. Okay. So, ich denke mal, das da vorne wird der Knöpfe sein. Oh, hier hängt irgendwie noch ein altes Bild. Das ist der Direktor und wer ist der andere Typ? Also der alte Direktor? Keine Ahnung. Oh, da ist noch was. Ich hab was übersehen. Ordinary Phase 4b. Wir gingen rein und trafen Polaris, wie einen Stern. Sie sagte uns, dass wir etwas Besonderes waren. Sie machte uns zu etwas Besonderem. Es fühlte sich an, als würden wir geboren oder wiedergeboren und erblickten die Welt zum ersten Mal. Vertraut, doch irgendwie anders. Jesse Faden, Therapiesitzung 2010. Polaris erzählte uns, wie man den Projektor ausschaltet. Die Dungaffen und die Nichtmutter kamen direkt auf uns zu. Dylan weinte, ich schaltete den Projektor aus und sie waren weg. Alles war vorbei. Ich nahm alle Dias und verbrannte sie. Alle, bis auf die Hand. Jesse Faden. Extrapolierte Informationen und bestätigte Existenz eines paranatürlichen Wesens. Bezeichnung Polaris. Genau, so. Was passiert, wenn wir auf diesen Knopf drücken? Ob wir dann zum Dia-Projektor kommen, ihr Lieben? Das werden wir uns im nächsten Part angucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt. Und bis dahin, tschüss!